für seine erste Rede im Bundestag. Meine Damen und Herren, ich muss mich schon wundern, das muss ich vorwegschicken, dass eine Partei, deren grüne Jugend behauptet, fickt doch mit wem ihr wollt, hier von Schamgefühlen spricht. Das überrascht mich dann an dieser Stelle schon. Sie sollten sich eigentlich eher schämen und das Wort Scham gar nicht benutzen. Aber, meine Damen und Herren, über Jahre hinweg hat die herrschende Politik unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel zugeschaut, wie die Entstehung einer neuen Partei, der Alternative für Deutschland, nicht nur mit Mitteln der Meinungsbeschneidung, nein, auch mit Mitteln der Meinungsdiktatur und mit Sanktionen gegen Mitglieder und Sympathisanten vollzogen wurde. Meine Damen und Herren, und ich werde in meiner Rede aufzeigen, dass dieser Bogen bis weit hier in dieses Parlament und einiger Parteien und Vertreter dieser Parteien hier hineinreicht, meine Damen und Herren. Zu den Sanktionen kann ich mich gut erinnern, wie einige Gewerkschaftsfunktionäre und Gewerkschaften Flugblätter in Betrieben verteilen, wie man dann mit AfD-Funktionären umgeht, meine Damen und Herren. Hier wird der Boden bereitet, indem man Menschen an den Pranger stellt und sie in ihrer Arbeit diskreditiert. Und insofern ist Ihr Katzenjammer von gestern mehr als peinlich, wenn Sie sich über das Netz-DG hier so aufregen. Befassen Sie sich doch erstmal mit den tatsächlichen Sanktionen, mit dem Mobbing und der Diskriminierung im täglichen Alltag, wenn man sich für eine demokratische Partei betätigt, meine Damen und Herren. Inwieweit die skandalöse Tatenlosigkeit der Regierungen, auch hier der niedersächsischen Landesregierung, Ausdruck ihrer Hilflosigkeit oder vielleicht vielsagender Duldung ist, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Eins ist aber klar, mit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag ist es Zeit, uns nicht nur als lästige Konkurrenten zu sehen. Mehr noch, spätestens dann, wenn Abgeordnete dieses Hohen Hauses verletzt werden, wie ich, und durchaus schwere Verletzungen davontragen, dann ist darüber zu diskutieren, meine Damen und Herren, ob wir uns mit den sogenannten linken Aktivisten nicht näher auseinandersetzen müssen. Der Bundesparteitag unserer Partei ist ein unwürdiges Schauspiel dieser Demokratie gewesen. Wir mussten Spießruten laufen. Meine Damen und Herren, viele Menschen, auch Delegierte, sind verletzt worden. Dies unter den Augen der Polizei. Der mache ich aber keinen Vorwurf. Der Vorwurf richtet sich hier an Herrn Pistorius, der für dieses Sicherheitskonzept und ich nenne es mal Deeskalation zulasten der körperlichen Integrität von Mitgliedern meiner Partei gegangen ist, meine Damen und Herren. Und ich fordere hier den Rücktritt von Herrn Pistorius für diese ungeheuerlichen Vorfälle in Hannover. Herr Gabriel ist nicht da, er könnte ja sonst auch was dazu sagen. Er kennt dieses Bundesland ja mehr als genug und die Chaostage. Meine Damen und Herren, dabei ist diese Einstellung aber eine manifestierte Tradition geworden, dieses Laissez-faire. Toleranz haben diese Missstände erst möglich gemacht, meine Damen und Herren. Brockdorf, Startbahn West, die Hafenstraße, Rote Flora, ja, meine Damen und Herren, von der Linken lachen Sie da nur, sind synonym. Nein, sie sind Meilensteine. Und dass die Grünen sich da aufregen, ist vielsagend des Staatsversagens. Und hier wurde mit Hilfe der SPD, meine Damen und Herren, wurden rechtsfreie Räume geschaffen bzw. geduldet. Und meine Damen und Herren, das ist so nicht länger hinnehmbar. Auch die Finanzierung müssen hier aufgedeckt werden. Und das werden wir im Haushaltsschuss leisten. Meine Damen und Herren, Straftäter bleiben Straftäter, auch wenn viele Kollegen hier im Hohen Haus und einige Vertreter der Medien diese gerne als linke Aktivisten etikettieren. Meine Damen und Herren, der Modus operandi wird vom Verfassungsschutz und von Professor Faltraubbeer dazu sehr gut dargestellt, was Linksextremismus ist. Und ich gucke da auch gerne zur Linken. Linksextremisten wollen unsere Staats- und Gesellschaftsordnung überwinden. Demokratie soll durch ein kommunistisches oder anarchisches System ersetzt werden. Hierzu bringen sie gesellschaftliche und sich selbst in gesellschaftliche Proteste ein, organisieren diese und nehmen daran teil. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich dazu mal Stellung nehmen. Ja, K kommt ja bekanntlich nach JK wie Kahane. Ich wende mich heute mal einem Mitglied des Bundestages, der Frau Jelbke, zu. Frau Jelbke, Sie sind Mitglied der antikapitalistischen Linke. Diese wird 2013 im Verfassungsschutzbericht als verfassungsfeindlich einsortiert. Sie haben gleichzeitig Tickets wunderbar aufgerufen, Tickets für den Bus
zum Parteitag der AfD, Köln im Wahlkreisbüro Schwanstraße 30, da klatschen Sie, das zeigt Ihre antidemokratische Gesinnung, abgeholt werden, meine Damen und Herren. Genau diese falsch verstandene Toleranz, und meine Damen und Herren, auch Ihr Schweigen zu solchen Vorgängen einer für mich antidemokratischen Partei ermöglichen die Legalisierung und, meine Damen und Herren, ermöglichen erst die Wegbereitung von linksextremen Straftaten. Sie werden durch diese Art der Haltung zu Kavaliersdelikten herabgewürdigt bzw. verharmlost. Und Sie machen es erst möglich, dass eine demokratische Partei wie die AfD, aber ich weiß auch Kolleginnen und Kollegen der CDU, auf Wahlkampfveranstaltungen in einer Art und Weise angegangen werden, die nicht hinnehmbar ist. Kehren Sie auf den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zurück und ächten Sie dieses Verhalten einzelner Kreise hier in diesem Parlament. Ich bedanke mich. Dankeschön. Das Wort hat jetzt